Hallo, my lovelies. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Was machen wir heute? Ich möchte als erstes natürlich eine Situation abfragen, um die es geht, beziehungsweise die sich zeigt. Es kann eine vergangene Aktion sein oder Situation, es kann eine unverarbeitete Sache sein, es kann was ganz Aktuelles sein. Wir gucken einfach mal rein. Nö? Die 38, die Brücken kommen als erste Info, als erste Energie. Dann die 16, der Stern. Die 44, die Lupe. Interessant, interessant. Die 22, die Wege. Ein oder zwei noch, jawohl. Die 43, das Labyrinth. Die 30, die Lilien. Und unter dem Deck die 36, das Kreuz. Bäm! Du wirst geprüft, du wirst gefordert, du wirst mit irgendetwas oder du bist mit irgendetwas konfrontiert, das, wie gesagt, entweder was Altes, das aktuell wieder hochkommt, etwas Unverarbeitetes, etwas Vergessenes oder eine Situation, die für den Moment komplett neu ist. Ja, es kann alles sein. Kann auch sein, dass es die nächsten Tage oder Wochen erst auf dich zukommt. Spür dich mal bitte rein, beziehungsweise beobachte auch in der nächsten Zeit ganz genau. Hier geht es um eine Verbindung zwischen dir und jemandem oder zwischen dir und etwas. Ja, natürlich kann es sich hier auch um ein Arbeitsverhältnis handeln oder um eine Beziehung zu einer anderen Person, um eine Sache, um eine Situation, was auch immer. Es geht hier um Klärung, es geht hier um Begutachtung, um Beobachtung. Schau dir etwas ganz, ganz genau an. Oder etwas, wo du gerade dabei bist, zu durchleuchten, zu erkennen. Daraufhin ist eine Entscheidung fällig. Die Entscheidung, nämlich, es ist so ein bisschen zwiegespalten, ja, weil wir haben ja die Wahl, in welche Richtung wir weitergehen. Ja, wir haben immer irgendwo vor irgendeiner Weggabelung die Wahl. Gehen wir jetzt in diese Richtung, gehen wir in diese Richtung. Energie folgt der Aufmerksamkeit, ja, welchen Wolf füttern wir? Und wir haben hier natürlich auch in diesem Fall die Wahl, verheddern wir uns weiter oder noch tiefer in diesem Labyrinth oder gehen wir voll und ganz auf uns selbst ein, auf unsere Wünsche, auf unsere Träume, auf diese Tiefe mit uns selbst, Folge ich meinem Schicksal? Oder drehe ich noch mal eine Extra-Runde? Ja, gehen wir mal in die Klärung. Jawohl. Nehmen wir dieses Tarot. So, holen wir uns mal die Klärung ab. Jei, der Mond. Der Mond für die Brücken. Es geht hier um eine tiefere Verbindung. Es geht, ja, natürlich eine tiefe Verbindung zu einer Sache, zu einer Situation gibt es auch natürlich. Ja, wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, in Bezug auf die Arbeit zum Beispiel schaut oder in Bezug auf ein eigenes Haus, ja, soll ich das verkaufen, soll ich es nicht verkaufen, ich bin hier vielleicht aufgewachsen, das ist mein Elternhaus oder sonst was oder im Job, ich hätte hier so viele Möglichkeiten, aber das Umfeld passt einfach nicht, der Ort passt nicht oder sonst irgendwas, dann kann das auch eine sehr, sehr schwere Herzensentscheidung sein. Ja? In Bezug auf eine andere Person, die Verbindung zu einer anderen Person, ist es natürlich einfacher, hätte ich jetzt fast gesagt, um Gottes Willen. Nein, die Sache an sich ist nicht einfacher in Bezug auf eine Situation, aber in den meisten Fällen geht es hier wahrscheinlich um eine andere Person in deinem Leben, zu der du eine sehr, sehr tiefe Verbindung spürst. Und das kann jetzt alles Mögliche sein. Es können Familienmitglieder sein, es können kann der Freundeskreis sein, Partner, Wunschpartner, was auch immer.
Guck dir diese Verbindung bitte an. Spür dich da ganz genau rein. Was ist das für eine Art Verbindung? Weil in ganz vielen Fällen zu ganz bestimmten Menschen ist es auch so, dass wir, dass unser Gefühl dieser Person gegenüber oder dieser Situation gegenüber, diese Situation oder diese Person erst so aufbauscht, so groß macht. Mit unserem Gefühl, mit unserer Emotion dazu setzen wir etwas oder jemanden meist auf ein Podest. Wenn wir aber die Emotion wegnehmen und wirklich mal klar diese Sache auseinandernehmen, diesen Umstand, diese Situation, dann kann plötzlich was ganz anderes rauskommen. Ja? Gucken wir mal. Wir bekommen hier den König der Schwerter für den Stern. Ja, klar, in erster Linie wahrscheinlich eine Person, aber nichtsdestotrotz, der König der Schwerter kann ja genauso gut für eine Sache, einen Umstand, eine Situation, einen Gegenstand stehen. Gehen wir mal weiter, die zwei der Stäbe für die Lupe. Holen wir erstmal hier das ganze Ding ab. Die sieben der Kelche für die Wege. Ist das geil wieder? Das ist die 1:1-Klärung. Dann haben wir hier die Hohepriesterin für das Labyrinth. Ja, ich weiß, die Antwort liegt immer nur im Inneren. Immer, immer. So, das ist der... Bin ich jetzt doof? Der Stern. So, und unter dem Deck die Königin der Münzen für das Kreuz. Ach so, der Stern für die Lilien. Die Königin der Münzen für das Kreuz. Die Königin der Münzen ist deine Energie, ob du mir hier jetzt nun als Männlein oder Weiblein zuschaust, spielt keine Rolle. Ist es schön, sich... mit einer gewissen Sache auseinanderzusetzen, mit einer gewissen Person, wo man eigentlich dachte, es ist alles klar, soweit? Nein. Ist es unangenehm? Ja, kann sehr unangenehm sein. Kann es schmerzhaft sein? Ja, auf jeden Fall. Weil, wenn man nicht die Wahrheit sieht in Bezug auf irgendetwas oder in Bezug auf irgendjemanden, dann läuft man einfach einer Lüge hinterher. Und ich würde jetzt mal behaupten, das möchte man auf Dauer einfach nicht. Und deswegen gibt das Leben dir immer und immer wieder die Möglichkeit, diese Situation, diese Energie zu überprüfen. Überprüfe es für dich, geh in den Konflikt mit dir, mit der Situation, mit dieser Person. Schau ganz genau drauf, was es mit dir macht. Und das kann man jetzt wirklich auf alles drüber legen, ja, auf Job, möchtest du umziehen, ein Haus verkaufen, ein Auto verkaufen oder sonst irgendwas. Alles hat seinen Preis und alles hat seine, wie heißt das? Ja, dieses Preis-Leistungs-Ding. Wenn ich jetzt das unbedingt etwas behalten möchte, welchen Preis zahle ich dafür? Und was erhalte ich, wenn ich loslasse, wenn ich etwas abgebe, wenn ich weiterziehe? Es ist wieder mal an der Zeit, sich Gedanken zu machen, in die Planung zu gehen, sich zu öffnen für neue Wege, für neue Möglichkeiten. Die einen oder anderen mit ziemlich heftigen Entscheidungsproblemen, die werden jetzt wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sie denken, nein, nein, ich habe eh so ein großes Problem damit, Entscheidungen zu treffen und jetzt habe ich auch noch so viele Möglichkeiten, die sich mir offenbaren. Ja, es ist aber unheimlich wichtig, weil in erster Linie sollten wir uns immer zu unserem eigenen höchsten Wohl entscheiden. Weil was bringt es, an etwas oder an jemandem festzuhalten, womit es keine weitere Zukunft gibt?
Ja, wo es einfach keine gemeinsame Zukunft gibt. Was bringt dir das, an einem gut bezahlten Job festzuhalten, wo du einfach als Mensch nichts wert bist, wo du jeden Tag in die Arbeit gehst, deine Arbeit verrichtest und aber zum Beispiel wie der letzte Dreck behandelt wirst? Also wo du dann abends nach Hause kommst und dich menschlich einfach komplett ausgelaugt und gedemütigt fühlst und einfach nicht mehr kannst. Ja? Zum Beispiel, ihr Lieben, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, was ich mir aus den Fingern gesaugt habe. Schaut bitte ganz genau auch im Umgang mit anderen Menschen. Was bringt es dir für andere Menschen, dich immer wieder aufzuopfern, dich zu verdrehen, dich zu verbiegen, wenn diese Menschen dir keine Wertschätzung entgegenbringen? Und du dich nach jeder Begegnung wie der letzte Dreckhaufen fühlst, obwohl du eigentlich weißt, dass du das nicht bist, dass du mehr wert bist. Ja, die eigenen Werte erkennen, die sind schon sehr, sehr wichtig. Ja, wir sind gerade ein bisschen abgeschweift. Also, nochmal zurück hier direkt zur Legung. Beobachte. Tritt auch gerne mal einen Schritt zurück, guck dir das Gesamtbild an und nicht nur aus einer bestimmten Perspektive raus oder aus Sicht mit der rosaroten Brille oder sonst irgendwie. Auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, ja, springen deine Alarmsignale, deine Alarmglocken an. Sind da irgendwelche Red Flags, die du immer mitbekommst, intuitiv, innerlich? Aber wo du einfach drüber hinweg siehst, ja, Red Flags sind gewisse Warnsignale, Warnhinweise. Wenn Menschen dich so und so behandeln und du denkst dir so, boah, das ist hochtoxisch, aber du bleibst trotzdem in dieser Situation. Du verkaufst dich unter deinem Wert. Du verkaufst dich tatsächlich, ja. Du gibst alles von dir. Das Leben, die Welt bietet dir so viele Möglichkeiten. Welche Möglichkeit du ergreifst, das liegt immer in deiner Verantwortung. Und keine Entscheidung, die du triffst, ist für immer. Nichts ist in Stein gemeißelt. Selbst wenn du dich hier für eine Richtung entscheidest und nach einiger Zeit denkst du dir, wow, das geht irgendwie in die falsche Richtung, ja, oder du spürst einfach, du fühlst dich nicht wohl damit, du bist nicht glücklich damit. Kannst du immer und immer wieder die Richtung ändern. Wichtig ist nur, dass du wirklich erkennen kannst für dich, was tut dir gut? Wer bist du? Wo willst du hin? Wo liegt dein Fokus? Was sind deine Wünsche, deine Träume? Wie viel davon lebst du? Wie intensiv nimmst du an deinem eigenen Leben teil? Welche Dinge halten dich gefangen? Ist es dafür notwendig, sich komplett mit seinem Unterbewusstsein zu konfrontieren? Ja, oh ja, es ist dafür notwendig, in die eigenen Schattenwelten einzutauchen und zwar ganz, ganz tief runter und in den meisten Fällen dorthin, wo es auch richtig, richtig wehtut. Das ist der Platz, an dem Wachstum stattfindet. Finde dich in erster Linie, finde deine Mitte, finde dein Glück, finde dein Gefühl in Bezug auf diese Person oder in Bezug auf diese Situation. Wie stehst du dazu? Erhalte den Überblick. Du bist hier, um zu erblühen. Du bist hier, um dein Leben zu leben. Leidenschaftlich. Du bist hier, weil du eine bestimmte Berufung hast. Du bist hier, um den Sinn des Lebens zu leben.
Und egal, was dir hier im Weg steht, seien es jetzt Situationen oder Personen, dann darfst du alles und jeden ruhigen Gewissens aus deinem Leben wischen. Es geht um deinen Selbstwert, um dein Selbstvertrauen, um deine Selbstverantwortung, ja, die Verantwortung, die du für dich selbst trägst. Deswegen sage ich immer, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, weil wenn du nichts hast, also nichts hast jetzt nicht im Sinne von Geld und sonst irgendwas, sondern wenn du dich als Gefäß nicht gefüllt hast, wenn du nicht auf dich schaust, dass es dir gut geht, dann kannst du niemandem wirklich im Außen auch nur eine Hand reichen. Sonst gibst du auch nur Leere weiter. Erkenne deinen Wert, das ist deine Aufgabe. Innerhalb dieser Situation, innerhalb dieser Verbindung zu diesem Menschen, erkenne deinen Wert darin. Erhältst du die Wertschätzung von diesem Gegenüber? Erhältst du die Wertschätzung in dieser Situation, ja, bezüglich zum Beispiel des Arbeitsplatzes? Sind da Menschen, die dich gleichwertig betrachten und behandeln und sagen so, hey, wir können ja gemeinsam diesen Weg gehen und uns gemeinsam eine Zukunft aufbauen. Oder sind das Menschen oder ist das eine Person, die sich einen Dreck um dich schert? Lass dich nicht blenden, lass dich nicht täuschen von irgendwelchen Dingen, die dir angeboten werden, womit du eventuell warm gehalten wirst, damit du bleibst, damit du in diesem Labyrinth gefangen bleibst. Lass dich nicht in irgendeiner Form manipulieren, sodass du dein Unterbewusstsein ausknipst, ignorierst. Diese Stimme in dir ist meines Erachtens nach die einzige Wahrheit, die zu dir spricht. Ja, ich spreche von der Stimme der Intuition, ja, nicht von der Ego-Stimme, die dich nur in die negative Richtung schubsen möchte. Erkenne, wofür du brennst, erkenne, wofür du lebst. Ist es schwierig loszulassen? Ja, eigentlich nicht. Aber unser Ego macht es uns extrem schwierig, weil festhalten ist Ego-Kraft. Ja. Ich will, ich will, ich will. Denkt immer daran, Liebe lässt frei. Und selbst wenn es sich hier um eine Person handelt, die du über alles liebst, wo du aber einfach erkennst, dieser Mensch oder diese Verbindung zu diesem Menschen oder diese Situationen innerhalb dieser Verbindung, die tun dir nicht gut. Die verletzen dich, die zerstören dich auf die Dauer. Dann ist es umso wichtiger, hier einen Punkt zu setzen. Und du hast hier jetzt die Zeitqualität, um diese komplette Thematik wirklich ganz und gar auseinanderzunehmen. Und ganz genau zu beobachten, was macht es eigentlich mit dir? Und dementsprechend kannst du dich für dich oder gegen dich entscheiden. Holen wir uns eine Seelenbotschaft dazu ab. Okay, wir holen uns einige viele Seelenbotschaften dazu ab. Gut, machen wir. Machen wir, machen wir. Ja. Ja. Also, Nummer 1, das innere Kind. Da klingeln jetzt bei einigen die Glöckchen, ne? Ja, ich weiß. Emotionen, Situationen oder auch Verletzungen aus deiner Kindheit werden dir im Außen gezeigt, um geheilt zu werden. Sei gut zu dir selbst. Bäm, die erste Watschen. Ja?
Es geht immer nur um dich. Es geht immer nur um dich. Alles ist irgendwo ein Spiegel. Wir müssen es nur erkennen und anerkennen und annehmen. Schau dir an, was es dir sagen möchte. Manche Dinge zeigen dir, was du willst, und manche Dinge zeigen dir aber auch, was du nicht willst. Es sind Hilfsmittel, um zu erkennen, wer bin ich, was will ich. Und ja, es gibt Wunden in unserer Vergangenheit, die haben wir einfach vergessen, die haben wir einfach untergraben, ignoriert, weggepackt in irgendeine Ecke. Und doch kommt im Laufe unseres Lebens immer wieder die eine oder andere Situation oder Person, die genau dort triggert, genau dort, wo es weh tut. Sei gut zu dir selbst. Das machen wir viel zu selten. Ne? Die nächste Botschaft heißt Frau sein. Fühle in deine Seele hinein und lebe deine weiblichen Seiten, die du bislang von dir weggeschoben hast. Erwecke die Frau in dir. Also, meine lieben Herren da draußen, ja, es geht hier nicht unbedingt nur um die Frau an sich, um das weibliche Geschlecht. Nein, mehr geht es um die göttlich-weibliche Energie, die wir alle in uns tragen, egal ob Männlein oder Weiblein. Okay? Es geht darum, in die Hingabe zu gehen, anzunehmen, was das Leben einem schenkt und ja, das Beste daraus zu machen. Okay, muss ich ganz kurz erwähnen, wir können nicht immer beeinflussen, was uns widerfährt. Wir können Dinge im Außen nur seltenst beeinflussen. Aber worauf wir wirklich Einfluss haben und worüber wir die Kontrolle haben, ist, wie wir auf etwas reagieren. Und das ist so, so wichtig, auch zu erkennen. Komm ins Fühlen. Höre deine Seele. Sie spricht laut genug, wenn wir sie nicht dauernd ignorieren. Als nächste Botschaft haben wir: Lebe deinen Traum. Beginne wieder zu träumen und mache deine Träume wahr. So wichtig, raus aus dieser Roboterrolle, rausgehen aus diesem Funktionieren. Wie oft ist es, und ich nehme jetzt mal das ganz klare Beispiel, Wunschpartnerschaft. Wie viele Menschen tun alles und funktionieren auf jegliche Art und Weise, nur um diesem Menschen zu gefallen, nur damit dieser Mensch einen zurückliebt, die Aufmerksamkeit auf uns richtet, uns anerkennt, uns erkennt, uns vielleicht letztendlich dann doch haben möchte. Da dürfen wir ausbrechen und uns wieder auf uns selbst konzentrieren. Wer bin ich und was will ich? Was will ich jetzt im Sinne von Fokus, Träume, Wünsche, Ziele und nicht, was will ich haben hier aus dem Ego raus. Ja? Sorry, war jetzt gerade meinerseits ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Wo zieht es deine Seele hin? Dann haben wir noch als weitere Botschaft Geheimnisse. Was hast du tief in dir vergraben und worüber möchtest du nicht sprechen? Ja, Thema von vorhin. Welche Tür ist in dir verschlossen? Schaue hin, du bist in Sicherheit. Schau ganz genau hin. Sei im Vertrauen und sei dir versichert. Du wirst nichts sehen, dass du nicht in der Lage bist zu handeln, okay? Ich weiß, viele Menschen haben immer Angst hinzuschauen. Wirklich Angst davor, etwas zu sehen, etwas zu erkennen, womit sie nicht zurechtkommen.
Es gibt nichts, rein gar nichts hier auf dieser Ebene, wovor du Angst haben müsstest, dass du damit nicht zurechtkommst. Dir werden keine Aufgaben aufgetragen, beziehungsweise du ziehst keine Aufgaben und Prüfungen und Herausforderungen in dein Leben, die du nicht meistern könntest. Erkenne dich, erkenne deine Kraft, erkenne deinen Wert, vertraue dir. Und unter dem Deck haben wir die Freundschaften. Fühle den Wert einer Freundschaft und denke mit dem Herzen. Ihr sind so viele Wiederholungen ein und derselben Energie. Das ist schon wieder, es ist wieder mal schön. Wirklich, es ist wieder schön. Freundschaften. Ich denke, jeder hat ein eigenes Bild von Freundschaften. Ja, was hier aber in der Energie mitschwimmt. Nochmal von vorne. Was hier in der Energie mitschwingen möchte, ist auf jeden Fall der Kontakt zu Gleichgesinnten. Menschen, die dich sehen, Menschen, die dich verstehen. Die muss man nicht unbedingt als besten Freund oder beste Freundin betiteln. Ja, das spielt keine Rolle in meiner Wahrnehmung. Es geht um den Austausch. Es geht um das Gleichgewicht. Es geht um Geben und Nehmen. Und diese Menschen hier, die als Gegenüber für dich fungieren, das kann jeder sein. Das kann auch eine Person sein, der du einmal in deinem Leben begegnest. Ihr tauscht euch aus. Es hat dir so viel gegeben, so viel gebracht, danach seht ihr euch nie wieder, aber du wirst dich dein Leben lang an diese Situation oder an diesen Menschen erinnern. Also, nehmen wir diese Botschaften nicht wortwörtlich, okay? So, meine Lieben, ich hoffe, diese Botschaft hilft dir in Bezug auf deine aktuelle Situation, beziehungsweise um eine alte Situation besser zu verstehen, besser zu verarbeiten oder letztendlich eine tiefe Wunde in die Heilung zu bringen. Folge bitte deiner Intuition, folge deinem Weg. Sei dir bewusst, wer du bist und wie wertvoll du bist. Eine herzliche Umarmung an euch alle. Bis zum nächsten Mal.